Das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala für den Gläubigen, für das Herz des Gläubigen ist wie das Wasser für den Fisch. Und er fragt, wie wäre wohl der Zustand des Fisches, wenn man ihn aus dem Wasser zieht? Der Fisch überlebt nicht lange. Und auch der Gläubige, wenn er von dem Wasser, den Allah azawajal als Leben gelassen hat, von dem Gedenken an Allah azawajal und von den Sitzungen des Khairs entzogen wird und nicht mehr sitzen darf und nicht mehr Allah gedenkt und nicht mehr mit den guten Menschen zusammenkommt, so wird er zweifelsohne eines Tages sterben. Sterben wird sein Herz, selbst wenn sein Körper noch lebt. Denn wir wissen, dass der Gesandte alaihi salatu wassalam sagt im allbekannten Hadith von Muslim, von Imam Muslim rahimahullah ta'ala unter anderem, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Das Gleichnis dessen, der Allah gedenkt, und das Gleichnis dessen, der Allah nicht gedenkt, ist wie das Gleichnis des Lebenden und des Toten. Einige Menschen leben, atmen, essen, trinken, spazieren, tun dies oder jenes, doch in ihnen steckt keinerlei Leben. Warum? Denn sie gedenken Allah azawajal nicht. Sie beten Allah nicht an, sie verehren Allah nicht, sie kennen Allah nicht. Sie dienen ihnen subhanahu wa ta'ala nicht. Andere wiederum mögen in der schlimmsten Situation ihres Lebens sich befinden, mögen allerlei Probleme und Kummer und Schmerzen und Qualen durchleiden, doch die Tatsache, dass sie Allah azawajal kennen, dienen und verehren, zeigt, dass sie wahrhaftig voller Leben sind, selbst wenn sie in unseren Augen vielleicht nicht so sind. Doch bei Allah sind sie voller Leben. Dementsprechend haltet euch stets an den Sitzungen des Gedenkens an Allah subhanahu wa ta'ala. Nehmt immer teil an diesen Sitzungen, auf dass eure Herzen und unsere Herzen im Allgemeinen inshallah ta'ala am Leben bleiben.